Sehr geehrter Herr Yalcin, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir vom Safer Center haben es uns zur Aufgabe gemacht, über die Ereignisse der Jahre 1915 zu forschen, diese niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Sayın Yalçın, sayın konuklar, merhabalar. Biz SEFO merkezi olarak 1915 yılında olup bitenleri araştırarak yazmayı kendimize bir vazife olarak biliyoruz. SEFO Center ist eine Organisation, die weltweit aktiv ist und in Europa gegründet wurde. SEFO merkezi Avrupa'da kurularak dünya çapında faal olan bir örgüttür, kurumdur. Unser Ziel ist es, dass die Menschen von heute über die Ereignisse von damals informiert werden und dass sie das, was damals passiert ist, verurteilen und an die Zukunft mahnen. Bizim amacımız bugünkü insanların o zaman olup bitenleri öğrenmeleri, mahkum etmeleri ve gelecek için bu konuda bir daha olmasın diye uyarıda bulunmaları. Auch der Zentralverband der Assyrischen Vereinigung in Deutschland, von dem ich der Vorsitzende bin, hat sich es zur Aufgabe gemacht, den SEFO von heute, den wir heute erleben, bei den zuständigen Stellen, insbesondere bei den Politikern, zu verurteilen und dafür zu werben, dass die Menschen, die davon betroffen sind, eine Hilfe bekommen. Başkanı bulunduğum, Sie söyleyin Süryani. Zentralverband der Assyrischen Vereinigung. Tamam, Assur-Europa, Orta Avrupa Federasyonu. Tamam, biz kendi kurumumuz olarak şöyle bir amacımız var. Yani bugün olan SEFO'nun da insanlara duyurulmasını, özellikle de politikacılar tarafından mahkum edilmesini ve mağdur insanlara yardım edilmesini istiyoruz. Bei einer Rede im Europäischen Parlament wurde uns etwas gesagt, das mich sehr stark betroffen hat. Avrupa Parlamentosu'nda yaptığımız bir konuşmada beni çok etkileyen sözler bana söylendi. Ein europäischer Politiker hat gesagt, wir wissen über Ihre Nation Bescheid und Ihre Nation, von der wir Sie als eine sterbende Nation wahrnehmen, wissen ganz genau, was da passiert, jedoch können wir nicht viel tun. Avrupalı bir politikacı dedi ki, biz sizin ulusunuzun kim olduğunu biliyoruz. Ölmekte olan bir ulus olduğunu da biliyoruz ama maalesef elimizde pek bir şey gelmiyor. Deshalb hat es mich und die anderen Verantwortlichen in unseren Organisationen, sowohl im SEFO Center als auch im Zentralverband der Assyrer, ermutigt, dass wir noch mehr tun, damit unsere Nation nicht ausstirbt. Bu nedenle de hem biz SEFO Center olarak hem de bizim Süryani kurumumuz olarak daha büyük cesaret toplayarak bu konuda daha fazla faal olmamız gerektiğini söylüyoruz. Çünkü ulusumuzun ölmemesini istiyoruz. Ich appelliere an alle türkischen Demokraten und an alle türkischen Intellektuellen, fragen Sie sich, bütün Türkiye'li demokratlara ve bütün Türkiye'li aydınlara çağrıda bulunuyorum. Fragen Sie sich, wo sind die Christen von Anatolien? Wo sind die Christen der Türkei? Was machen Sie heute? Wie geht es Ihnen heute? Siz kendi kendinizi sorgulayın. Anadolu'nun Hristiyan halkları nerede kalmış? Anadolu Hristiyan halkları şu anda nerede yaşamaktadır ve onların durumları nasıl? Und aus dieser Erkenntnis heraus fordere ich Sie und bitte Sie, dass Sie endlich handeln. Bu nedenle sizden talebim, lütfen artık bir şeyler yapın. Yani faaliyet
gösterin. Wir werden im nächsten Jahr das 100-jährige Gedenken an die damaligen Ereignisse feiern und werden natürlich die damaligen Verantwortlichen verurteilen. Tabii ki önümüzdeki yıl o zaman olup bitenleri anımsamak için yıl dönümünü bir şekilde kutlayacağız ve o zaman sorumluları da mahkum edeceğiz. Aber wir werden niemals die Gesamtheit der Türken verurteilen und nicht die Gesamtheit der Kurden. Ama hiçbir zaman tüm Türkleri veya tüm Kürtleri mahkum etmeyeceğiz. Wir verurteilen nur die Institutionen, die Organisationen, den Staat, die Parteien und die Politiker, die das angetan haben und die das bis heute nicht anerkennen. İnkar eden ve o konuda herhangi bir adım atmayan partileri, devleti, kurumları ve örgütleri mahkum ediyoruz. Wir vertrauen auf einen gesunden Menschenverstand und auf darauf, dass die Zukunft hoffnungsvoller sein wird, dass auch wir trotz, dass wir so stark dezimiert wurden, dass wir in der heutigen Türkei weiter ein Leben führen können. Biz insanların sağduyusuna güveniyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz ve aynı zamanda halkımızın, ulusumuzun bundan sonraki Türkiye'de de yaşayabileceğine inanıyoruz. Zum Schluss möchte ich an die Politiker, die hier anwesend sind, eine Bitte stellen. En son olarak burada hazır bulunan politikacılara bir ricam olacak. Wie Sie wissen, war der deutsche Staat indirekt an dem Völkermord an den Armeniern, Pontusgriechen und den Assyrern beteiligt. Bildiğiniz gibi Alman devleti de dolaylı olarak Rumların, Süryanilerin, Ermenilerin ve diğer Hristiyan grupların soykırımından sorumludur. Als Verbündeter des Osmanischen Staates hat es zugeschaut, hat bei der Organisation unterstützt und wir möchten, dass Deutschland heute seiner Verantwortung gerecht wird und überall, wo es kann, Mahnmale aufstellen, durch das Parlament den Völkermord anerkennen und auch in Bochum Stolpersteine aufstellen. Zamanın işte Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olarak bütün bunlara izleyici kaldığı için bundan sonra sorumluluğunu göstererek ve her tarafta bu konuda anıtların kurulmasından kurulmasını teşvik etmesini ve aynı zamanda o bahsettiğim o anıt taşlarını da yere saptanmasını desteklemelerini istiyoruz. Als letztes Wort, was eventuell in den Reden der Vorredner zu Verwirrung gesorgt haben könnte, möchte ich Folgendes sagen. Bundan önceki konuşmacıların bazı konuşmalarında belki şaşkınlık yaratmış olan bir nokta var, ona değinmek istiyorum. Wir, die uns als Assyrer, Aramäer bezeichnen, wir sind ein Volk, die Chaldäer gehören auch zu uns, wir sind ein Volk, wir kommen aus Mesopotamien, aus derselben Zivilisation, wir sind Brüder und Schwestern, uns verbindet eines, wir bezeichnen uns alle Suroye Suriye. Şimdi, ister adı Süryani, ister adı Almanca adı da Aramea, Almanca adı Assyra Aramea, Keldani, ne olursa olsun biz hepimiz bir halkız ve hepimiz Mezopotamya'nın bir parçasıyız ve aynı zamanda aynı dini paylaşmaktayız. Auch wenn wir diese verschiedenen Bezeichnungen aus ideologischen Gründen benutzen, wir sind ein Volk, wir werden irgendwann zusammenfinden und wir werden auf dieser Basis unsere Zukunft zusammenbauen und ich danke jedem, der seinen Beitrag dazu leistet. Er geç birlikte olacağız. Er geç bir tek halk olarak
kendimizi tanımlayacağız ve geleceğimizi beraber şekillendireceğiz. Ve und in Sachen Seifo haben wir einen sehr guten türkischen Freund, der uns sozusagen mit Rat und Tat beiseite stehen wird, durch seine Forschung, durch sein Wissen und durch seinen Rat, den ich auch schon mal zu schätzen und kennengelernt habe in Gütersloh. Wir möchten darauf aufbauen und wir erwarten Sie in Gütersloh in einer Sonderveranstaltung, auf die ich mich sehr freue. Vielen Dank. Türk dostuna sahibiz ve yakında Gütersloh'da özel bir etkinlik olduğunda